Da kommt noch einer raus und da kommt keiner mehr. Sehr gut. Ziehen wir als erstes mal die Panzer mit. So. Ihr geht dahin. Und ihr kommt jetzt mit rüber. Einheit verloren. Ja, schade. Sehr gut, dass er nicht gesehen wird. Wir gehen natürlich als erstes auf die Dingens. Weil die machen ein bisschen mehr Schaden als alles andere. So, als nächstes den. Einheit verloren. Ja, ja. Passt schon. So, jetzt gehen als nächstes die Dinger drauf, weil die machen doch ganz schön Schaden, muss ich sagen. So, zack, zack, zack. Die ganzen Tunnelsysteme weg. Als nächstes gibt das Tunnelsystem natürlich auch noch einen Geist auf. So, ihr kommt auch schon mal mit rüber. Der Sniper geht mit rüber. Halt. Einmal so. So, einmal das Ding kaputt machen. Ich habe halt immer so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein bisschen Angst. Ich könnte das jetzt natürlich alles jetzt übernehmen. Ich habe ein bisschen was anderes damit vor. So, erstmal die scheiß Cyborg-Fabrik weg. Das ist alles weg. Es gibt halt einen ganz speziellen Grund, wie ich halt hier rangehen möchte. Oh, oh. Ja, scheiße. Gut, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, dass jetzt die Panzer da drauf gehen. Das Wichtige ist halt, dass die Leute halt wirklich bleiben. So. Jetzt das Ding fix schnell weg. Einheit verloren. Jetzt kommt nämlich der ganze Rest hier an. Das sollte für meine normalen Einheiten jetzt hier nicht wirklich das Problem sein. Das Ding weg. Der Panzer geht jetzt auch nochmal weg. So. Jetzt ist halt bloß ganz wichtig. Soweit kann ich schon mal spoilern. Die gehen natürlich auch weg. Und zwar baue ich mich hier schon mal ein bisschen auf. Mit der Cyborg-Kaserne. Und ziehe mehr oder weniger die Mission ein bisschen länger, als sie überhaupt nötig ist. Warum? Ganz einfach, die Karte erweitert sich gleich. Das seht ihr auch momentan noch nicht. Aber sofern ich dieses Headquarter von IBG kaputt mache. Ich werde hier auch speichern. Adler, wir speichern. Ja. Erweitert sich die Karte. Und dann werdet ihr pausenlos angegriffen. Und ich möchte mich da halt ein bisschen schon mal vorbereiten. Indem ich hier ganz, ganz viele... ja. Das einmal... Einmal verkaufen. Weil die möchten... Muss man jetzt nicht verkaufen. Tue ich aber verkaufen. Ganz einfach, weil... Da kriegt man übrigens denn das nochmal neu. Weil man da halt nicht mehr rankommt. Warum? Seht ihr natürlich auch noch. Davon wieder ein ganz viel. Da möchte ich ein neues Nachschublager hin haben. Damit das schon mal gesichert ist. Ihr kommt natürlich auch noch mit rüber. Ihr kommt auch mit rüber. Und ihr habt keine Kohle mehr. Sehr gut. Das heißt, fürs verkauft. Man kann natürlich auch wieder mit sehr, sehr viel mit Helis und sowas arbeiten. Aber, ja gut, möchte ich halt nicht. So, da ist der Versorgungsflug jetzt. Das sollte noch nicht ganz so reichen, wie ich es mir halt erhoffe. Das ist mein Kommandozentrum. Das kann ich auch verkaufen. Weil das ist halt nur noch... Das ist halt wirklich eine Nebensache. Hier wird man nachher nicht mal angegriffen, weil die Brücke geht halt nachher kaputt. Und darum kann ich mich halt ein bisschen... Jetzt hier drauf spezialisieren, dass ich dann, ja, ordentliche Leute rankriege. Ich werde jetzt hier nochmal eins, so zwei Patriots hinschmeißen. Beziehungsweise bauen lassen. Und da die halt nicht wirklich Geld geholt haben von hier, wie viele sind hier drin, ne? 27.700. Ja, können die halt nichts mehr nachbauen und ich kann mich wirklich hier in Ruhe, wirklich in Ruhe aufbauen. So, ja, halt. Das machen wir so. Und so. Die Patriot geht dann nach da weg. Da muss ich dann so lang. So, das sollte kein Problem sein. Die Panzer bleiben halt hier. So, eine Patriot möchte ich eigentlich ganz gerne noch bauen. Die geht dahin.
Und zwar erweitert sich die Karte nach hier oben hin. Wird nachher ein bisschen kleiner und hier oben kommt nochmal ein neuer Ausschnitt hinzu. Und da sind dann ganz, ist halt noch ein IBG-Stützpunkt. Den müssen wir halt platt machen. Aber da wir halt wirklich ab dahin nur noch angegriffen werden, ist es halt ein bisschen scheiße. Darum habe ich hier auch noch die paar Panzer hier stehen. Und möchte hier oben auch noch erstmal ein bisschen absichern mit Patriots. Zack. Dass ich halt von dieser Flanke aus schon mal gesichert bin. Da haben wir noch ein Dingens. Den möchte ich auf jeden Fall auch noch killen. Das sollte denn, wenn der fertig ist... Obwohl, ich warte nochmal. Ich weiß nicht, nämlich nicht, wenn ich den kaputt mache, ob ich denn vielleicht schon die andere Karte kriege. So. Wenn das ist fertig ist, werde ich nochmal speichern. Genau, du machst jetzt nochmal fixen Reaktor dahin. Und ich werde nochmal ein paar Raketentrupps nachbauen. Na, schade. So, das ist dann fertig. Das ist fertig. So, zack, zack. Wenn der Raketending jetzt hier fertig ist, also der Reaktor, werde ich hier oben einmal die Stingerstellung kaputt machen. Ich habe ja genug. Und den werde ich schon mal ein bisschen runterziehen. Das ist nachher auch ein bisschen tricky, weil die Penner nachher einen Scud-Sturm haben. Glaube ich. Und den muss ich halt so schnell wie möglich ausschalten. Was halt für mich denn, ja, die Sache ein bisschen erleichtert. Ich werde jetzt nochmal speichern. Ich werde natürlich weiterhin meine Leute produzieren. So, Spiel gespeichert. Ich werde euch mal direkt auf den 1er-Hotkey legen. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, man sieht, an sich werden die ganz gut gegengeheilt durchs Krankenhaus. Und da haben die Leute halt nicht wirklich, ja, nicht wirklich Chance. Ich werde jetzt trotzdem nochmal nachspeichern. So, ja, zurück zum Spiel. Und ich würde sagen, auf geht's. Ich probiere es jetzt mal. Und versuche mich dagegen jetzt zu wappnen. Wappnen? Wie auch immer. Und ich versuche das jetzt halt anzugreifen. Wir kontrollieren jetzt beide Flussufer. Und jetzt kommt nämlich das, was ich euch gesagt habe. Genau, das sind die machen das Ding jetzt kaputt. Ja, und man ist abgeschnitten. Also, ihr solltet das halt wirklich schon von der Herangehensweise machen, so wie ich das gerade gemacht habe. Ob ihr so lange wartet, weil ihr könnt ja länger warten, als ich jetzt hier eine Aufnahme. Ob ihr euch da 40, 50 Panzer hinstellt, die Crusader-Panzer, oder eine Übermacht an Raketentrupps hinstellt, das ist an sich egal, aber man sollte es wirklich schon so machen, dass man sich einigermaßen. Unser Hauptquartier ist von GBA-Truppen eingeschlossen. Ja. Ich habe Chinooks mit Bulldozern angefordert. Errichten Sie einen neuen Stützpunkt und vernichten Sie alle Einheiten der GBA. Ja, ist kein Problem. Unser neues Einsatzziel ist hier, Einheit verloren, auf dem Plateau in der Nähe des Dumps. Ja. Der Stützpunkt ist mit Gangsystemen und Stinger-Stellungen gesichert. Sie müssen sich etwas einfallen lassen, General. Ja, ich habe mir schon mal einfallen lassen. Und zwar möchte ich erstmal dahin. Und jetzt wird halt wichtig, dass ich das mit dem... Das so time. Und zwar sind hier nämlich... Genau, da seht ihr es nämlich. So eine scheiß... Fässer. So. Fuck. Den habe ich nicht gesehen. Wo ist mein Sniper? Da ist mein Sniper. Den möchte ich nämlich eigentlich immer mitziehen. So. Das Problem ist halt, dass ich jetzt halt nicht mehr wirklich was hab, womit ich mit den, Ach, scheiße, ich habe kein Upgrade mehr. Doch, du da hast noch. Eine Spähdrohne. Ich muss halt immer schön davon produzieren, immer produzieren, produzieren, produzieren. Dann haut's auch hin. So, meine Helis müssten die theoretisch aufhalten können. Ich darf mir halt bloß nicht zu lange Zeit lassen und denen dann halt die Zeit geben, dass die ja halt sich eine Macht aufbauen können. Darum stehen auch hier meine drei Patriots, weil die auch von da oben kommen.
Ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt den richtigen Weg gewählt habe. Ja, die Fahrzeuge kommen definitiv dann nicht durch. Nur mein Sniper muss ich halt immer ein bisschen anders positionieren. Die kommen da auch durch. So. Einheit verloren. So, der kommt. Sehr gut. Ich versuche halt gerade ein bisschen mit den... mit der Spätdrohne... zumindest in der Hoffnung, die Dingens damit zu sehen. Weil es sind hier wirklich 100.000 Stück an diesen scheiß Minen. Bauen Sie Patriot-Raketen. Unser Stützpunkt ist ungeschützt. Da haben wir die Minen. So. Das heißt, wir können da schon mal hin. Ja, nee. Machen wir das so erstmal. Genau, und der Scud-Sturm... ja, geht halt jetzt drauf. Na komm. Der Scud-Sturm müsste hier oben, glaube ich, sein. Wie war denn das mit STG, ne? Den einmal kaputt machen. Den einmal kaputt machen. Einheit verloren. Oh, oh. Ja, das ist natürlich ungünstig, wenn die da genau durchrollen. Normalerweise müsste ich eigentlich wieder genug Leute hier haben. Ich weiß halt nicht, mit wie ich halt die Dingens backen kann. Diese ollen Scheiß Fallen. Das geht halt nur damit. So. Zack. So schnell wie möglich muss ich halt die ganzen Sprengfallen hier killen. Zack, zack, zack. So, weil wenn die denn soweit frei sind, Einheit verloren, hab ich nicht mehr so das Problem an überhaupt an irgendwas zu denken. Weil die Panzer und so kommen hier nicht durch. Das ist schon mal Fakt. Mein Sniper hält mir halt zum Glück hier ja den Rücken frei. Einheit verloren. In Sachen ja normale Leute. Ich werde jetzt nochmal ein paar Sniper nachbauen, ganz fix. Die hier werde ich mit nach vorne nehmen. So, die kommen dahin. Die Sniper kommen schon mal dahin. So, der Sniper geht, wechselt auf jeden Fall seine Position erstmal wieder. So. So, der Scud-Sturm sitzt. Müsste hier oben, glaube ich, sein. Wenn wir hier einmal reinkommen, ist es eigentlich nicht schwer. Wir müssen halt bloß immer... oder ich muss halt immer darauf achten, dass hier nicht wirklich immer irgendwie was an Dingen hängt. So. Zack. So, die kommen hier nicht durch. Das ist sehr gut. So, als nächstes machen wir halt die platt. Halt. Gut, wenn da jetzt ein so ein Ding drauf geht, von mir aus ist es halt so. Das Problem ist halt nur, hoppala, wenn der Scud-Sturm halt losgeht und ich zu viele Leute verliere. So, jetzt kommen aber meine Sniper an und das ist halt das Gute. So. Die Sniper müssen halt durchkommen. So, zack. Ich kann nämlich auch super hier halt die Panzer abhalten. Dadurch, ich weiß halt bloß gerade nicht, wo der Scud-Sturm halt ist. Und das ist halt so mein Manko. Zack, wir stürmen einfach weiter. Wir sind gerade echt unaufhaltsam. Ich müsste theoretisch schon wieder ein bisschen nachbauen. Na, fuck. Ja, das Ding holen, holzen wir weg. Einheit verloren. Ah, fuck. Ja, meine Sniper stehen gerade kacke. So, das Ding weg. Die Panzer, wie gesagt, sind mir eigentlich scheißegal. Weil die holze ich jetzt weg und fertig. So. Als nächstes geht der Panzer weg. Weil ihr seht ja, ich raste einfach gerade volle Sau aus. Und es ist mir scheißegal, was mir gerade im Weg kommt. Und da ist der Scud-Sturm. Den muss ich halt jetzt kalt machen. So, da haben sie echt noch ihn rausgezogen.
So, zack. So, die müssen jetzt einfach innerhalb von 38 Sekunden, was sie wahrscheinlich hinkriegen, den Skatsturm halt kaputt machen. Dann geht's alles. Weil die haben dann halt keine Kohle mehr, können halt nicht mehr neu bauen. Der ist mir jetzt egal. Meine Sniper machen halt ihren Job, sodass die Typen hier halt nicht mehr irgendwie, ja, überhaupt irgendwas anrichten können. Ja. Und ich glaube, ja, müsste ich eigentlich soweit gut in Form sein gerade. Ihr geht mal da drauf. Die treiben da erstmal schön ihren Spaß. Jetzt habe ich hier nochmal ein paar Sniper, die werde ich natürlich auch noch mit hochziehen. Einmal das Ding kaputt machen. So. Machen wir einmal das Ding kaputt. Die haben erstmal schön den Ding jetzt noch kaputt gemacht. Darum habe ich den Ding jetzt auch genommen, hier das Ding noch. Weil ein Angriff reicht halt für eine Sting-Erstellung. Man kann natürlich auch das mehr oder weniger über die Zeit absitzen, wenn man möchte. Und sich, ja, damit halt dauerhaft bombardieren, wenn man will.